Dann würde ich auch mal sagen, können wir auch direkt einfach mal starten. So, One Piece, Pirate Warriors 4, beim letzten Mal. War das letztes Mal, wo wir den Geschichtenlog abgeschlossen haben, oder war das schon davor noch? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist mittlerweile alles im Story-Modus auf S-Rang. Ich war natürlich so fleißig. Und wir waren in der Grand Line stehen geblieben. Und machen jetzt mit Opas Training weiter. Opa hat Ruffy und Ace gefangen genommen und will sie zu erstklassigen Matrosen heranziehen. Corby hat sich bereit erklärt, mit dem praktischen Training zu beginnen. Ich habe sogar schon mal ein kleines bisschen nebenbei was gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal Ruffy, um erstmal... Wobei nicht Ruffy. Ruffy ist zu easy. Wir nehmen... Weil ich muss gucken gerade aufs Level. Wir nehmen erstmal Ruffy. Um einfach mal ein bisschen zu kloppen und erstmal ein bisschen zu reden. Ich habe... Crew-Level gelevelt. Denn jeder gibt ja nochmal eine Goldmünze, wenn man ihn auf Level 5 kriegt. Und man sieht, ich habe alle spielbaren Charaktere zumindest schon mal auf 5. Es fehlen halt eben jetzt noch die, die ihr hier unten sehen könnt. Den habe ich letztens erst überhaupt mal bekommen, weil wir noch nie Zengok in der Gruppe hatten. Also, ja. Die sind teilweise echt schwer zu bekommen. Ich sehe das gar nicht teilweise ein, wo in welchen Missionen man die als Partner dabei hat, um eben das Crew-Level zu erhöhen. Es fehlt mit Sicherheit noch irgendein NPC in der Gruppe, aber das suche ich dann am Ende mal raus. Ansonsten ein bisschen versucht, Münzen zu sammeln und Stuff. Wenn ich mal gucke, ich habe 507 von den Berry-Münzen, die somit die wertvollsten sind, die es gibt, gefühlt. Wenn man die für gefühlt alles auf Karte 1 braucht, auf Karte 2 dafür fast gar nicht mehr. Joa. Und das ist so mittlerweile das, was ich eigentlich am häufigsten an Fähigkeiten verwende. Halt mehr Geld, mehr Crew-Level oder Crew-Punkte, mehr Münzen, längere und volle Kraftburst und Heilung im volle Kraftburst. Wir brauchen einfach keine Heilung mehr, weil sobald einmal der volle Kraftburst aktiv ist, joa, ist da einfach die ganze Zeit Energie da. Und zwar wirklich verdammt viel Energie. So, wer ist jetzt hier irgendwo in der Nähe? Mr. Three. So. One Piece. Und ein bisschen labern. Ich habe gerade im Vorgeplänkel noch gemeint, das ist wahrscheinlich jetzt so einer der wenigen Streams, wo mal auch die, wo man auch mal ein paar Apotheken-Stories mal im Stream hat, weil ich hier eigentlich immer in den Vorgeplänkel vor den Streams vorlese. Aber hey, wenn man jetzt quasi mal so einen Laberstream... Oh, der ist schon tot. Schon mal einen Laberstream hat, dann kann man die dafür auch immer verwenden. Und ansonsten so ein bisschen Frage antworten. Falls ihr also das hier auf YouTube irgendwann nachguckt. Wobei, so lange könnte es auch gar nicht mal hin sein, bis es das kommt, weil... Warum ist Blammy jetzt da hinten aufgetaucht? Weil das ja eigentlich recht aktuell auch hochgeladen wird. Wo sehen? Blammy? Ach da. Oh, es ging voll daneben. Dahinter habe ich einfach richtig... Oh, wobei, ich habe Blammy, glaube ich, mitgetroffen, ne? Oder ich bin davor irgendwann getroffen. Was? Akainu verwendet mit... Das ist schön für Akainu. Verprügel Akainu. Ja, dann machen wir das doch liebend gerne. Moment, falsche Richtung. Wo ist der eigentlich? Hier ein bisschen weiter. Weiß Buggy, wo Raftel Unicorn ist und das One Piece dementsprechend? Gute Frage. Ich glaube, das zu beantworten wäre ein Spoiler. Weil es kam was in der Richtung mal im Manga vor kurzem, aber mehr als das will ich jetzt auch nicht sagen. Blammy besiegt. Ja, das ist vor kurzem mal passiert. Wie habe ich da nicht getroffen? Habe ich getroffen? Habe ich nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Jo. Machen wir da hoch. So, was ich eben... Wieso habe ich so wenig Chaos bisher? Meine Güte.
Ist ja gar nichts. So, Apotheken-Stories. In der Apotheke passieren tagtäglich komische Sachen. Rafa, danke für 2 Monate Treue. Supergeil von dir. Und zwar, ist ja, glaube ich, nicht selten, dass eine Apotheke so einen Fahrradständer hat, ne? Oder dass allgemein Fahrradständer irgendwie in der näheren Umgebung sind. Ist ja schön, wenn die Leute die Fahrradständer halt auch verwenden. Es ist weniger schön, wenn die Leute die Fahrradständer verwenden. Ich wollte gerade noch ein Special machen. Es ist weniger schön, wenn die Leute die Fahrradständer verwenden und nicht daran denken, dass die Apotheke irgendwann vielleicht auch mal zumachen muss. Es ist für mich ein bisschen unverständlich, wenn die Leute die Fahrradständer nicht verwenden. Also, sie haben ein Fahrrad, sie stellen es neben dem Fahrradständer und schließen einfach nur das Fahrrad quasi in sich selbst ab. Und ich denke mir so, hä? Also, du hast extra ein Fahrradschloss dabei. Du hast ein Fahrrad. Direkt neben dir ist ein Fahrradständer. Wieso? Wieso? Hä? Das ist, hat sich mir noch nicht erschlossen, warum die Leute das tun. Also im Endeffekt haben die wirklich einfach nur quasi, keine Ahnung, ihre Räder aneinander geschlossen oder so. Halt eben, wenn du einfach so ein Fahrradschloss an, einfach nur festmachst da. Wo einfach jeder daherkommen kann und sich einfach denkt, oh geil. Zack, mitnehmen und weg. Warum? Aber ja, solche Leute gibt's auch. Aua. Oh, Flamingo ist aufgetaucht. Ist schon der Kommandant? Bin ich nicht irgendwo in einem Knast gelandet? Hallo, darf ich mal wieder raus? Übrigens hasse ich es, gegen Geschwindigkeitsgegner zu spielen. Gerade wenn ich richtig lahme Charaktere habe. Du kommst dann nicht mehr zum Angreifen einfach mal, ne? Weißt du, gerade noch Buggy verprügelt, jetzt kämpft er auf meiner Seite. Genau so läuft das. Also wir limitieren bei uns in der Apotheke auch, dass wir dann sagen, hier nur reinkommen bitte, nachdem wir auch Bescheid geben, dass die reinkommen können. Nicht einfach einer nach dem anderen. Dass wir dann natürlich auch so ein bisschen auch auf uns selber aufpassen und natürlich auf alle anderen, ne? Buggy arbeitet mit Ruffy zusammen. Sachen, die man normalerweise nicht liest. So. Joa. Nächste Story. Auch passend dazu. Wie gesagt, wir beten die Leute dann eben halt rein. Dass wir denen sagen, okay, bitte reinkommen. Wir haben auch extra Schilder aufgebaut, dass die eben halt auch sehen, dass die nicht einfach reinkommen sollen. Das Problem ist, das interessiert leider viele Leute irgendwie wohl nicht. Weißt du, da steht extra ein Schild dran. Bitte warten Sie, bis Sie gerufen werden und dann reinkommen. Und ja. Und die kommt trotzdem einfach reingelatscht. Da ist Flamingo. Die sind nicht umsonst da. Aber die Leute verstehen das irgendwie manchmal nicht. Und gewonnen. Genauso finde ich es aber auch genau so blöd, wenn man die Leute halt reinwinkt, so, kommen Sie rein, ne? Guten Tag, kommen Sie her. Und die dann auch da stehen und einfach nicht reinkommen wollen und dann auch noch fragen, ja, darf ich denn reinkommen? Nein, bleiben Sie draußen. Weswegen habe ich Sie denn reingewunken? Und auch genauso, ne? Ich habe gerade keinen Kunden bei mir. Ich gucke zur Tür. Begrüß Leute. Guten Tag. Darf ich reinkommen? Nein. So, Generationswechsel. Und los geht's. Zeigen wir allen, wie diese neue Ära aussieht. Überwältige die Alten mit der Kraft der Jugend und baue eine neue Ära auf. Okay. Nehmen wir diesmal Zorro. Hicke? Ja. So, Zorro können wir aber auch noch irgendwie so auf Level 12 oder so bringen. Oder einfach mal so ein paar Sachen zumindest hier leveln.
So zumindest die anfänglichen Sachen. Versteht einer die Menschheit? Ich tu's nicht. So, und das noch einmal. Das sollte dann, glaube ich, erstmal für ihn reichen. So, 14, 14, 12 und 12. Die Specials, glaube ich, waren eigentlich so in Ordnung. Ich glaube, wir haben eh nichts Neues mehr bekommen. Er hat ja schon alles. Aber die Fähigkeiten muss ich einmal kurz noch ändern. Der Kopfgeldjäger weg. Und dafür unbändiger Kamm. Doch, ja. Okay, let's go. Ja, die nächste Story gehört wieder zur Kategorie. Hä? Was möchten sie von mir? Ah ja, übrigens hier das Samurai-Outfit von Zorro. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesehen haben. Aber sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Kundin kommt in die Apotheke und sagt dann, also ältere Kundin halt zu ihrer Verteidigung, blaue Packung oder blaue Verpackung. Hä? Wovon denn? Ja, blaue Verpackung. Ja, wovon brauchen sie eine blaue Verpackung? Ja, Abführmittel. Ja, welches genau war das denn? Blaue Verpackung. Welches? Ich verstehe sie nicht. Habe ich ihn getroffen? Mehr als blaue Verpackung konnte sie im Endeffekt auch leider nicht sagen, aber... Das war ein bisschen... Ja. Meine Güte, Kizaru. Halt mal die Backen locker. Das war ein bisschen schwer zu kommunizieren. Die Dame war einer anderen Sprache mächtig. Ich weiß ja nicht. Dann hier weiter. Also manchmal ist es Kommunikation in der Apotheke echt schwierig. Ja, das Einfachste ist wirklich, nehmt einfach eine leere Verpackung von dem mit, was ihr haben wollt. Das macht es uns in der Apotheke am einfachsten. Kombos von ihm sehen teilweise echt krass aus. In die Richtung. So. Die mit der blauen Verpackung. Ja, genauso auch, wenn ihr dann... Ich glaube, das hatte ich... Weiß ich, ob ich das letztens schon erzählt hatte. Wenn es dann heißt, ja, orangene Verpackung. Ja, die weißen Tabletten da drin. Ja, danke. Danke. Genau das. Ich weiß sofort, welches sie meinen. Dann, eine Story, da muss ich schon ziemlich schmunzeln. Eine Dame, die da anruft und erstmal fragt, haben sie denn Kondome? Ja, hat man in der Apotheke normalerweise. Meint die Kollegin auch, ja, sollten wir eigentlich welche da haben. Können sie denn nochmal gucken gehen, ob sie da auch wirklich da sind? Ich bräuchte sie nämlich sehr, sehr dringend und damit ich nicht umsonst komme. Und also, okay, die Kollegin Alex dahin guckt, ja, die stehen hier im Regal, wir haben sie da. Ich überhaupt Krokodil? Ich verprügel den Anführer gerade. Hatte ich jetzt nicht vor, aber gut, wir können auch Krokodil gerne verprügeln. Aber ja, es war wohl anscheinend wirklich sehr dringend. Die Dame kam auch. Wie einfach an meiner Tag vorbeigelaufen ist, der Penner. Die kam auch kurz darauf dann und hat sich ihre sehr, sehr dringenden Kondome mitgenommen. Geschwindigkeitsgegner. I hate them. Ja, manchmal hat man anscheinend wirklich sehr dringende Fälle, wenn man innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten dann auch wirklich in der Apotheke sofort da ist, um sich ihre Sachen zu holen. Aber gut. Jo. Und dann haben wir noch einen wunderschönen Fall,
Die Praxen machen es ja aktuell auch häufiger so. Die lassen ja auch nicht mehr wirklich viele Leute in die Praxis rein. Stattdessen sollen die halt eben noch vor der Tür warten oder eben nur einzeln reinkommen. Und manchmal hauen die einfach nur so ein paar Zettel einfach durch die Tür und sagen, hier, holen Sie sich das in der Apotheke. Habe ich mich schon irgendwie dran gewöhnt jetzt in letzter Zeit? Aber heute war so eine Sache, wo ich mir dachte, ja, okay, ich hätte gern doch ein paar mehr Infos. Wenn der Herr einfach nur einen Zettel reinreicht, den ihm die Arztpraxis gegeben hat, wo einfach nur drauf stand, dreimal täglich. Hä? Was denn? Dreimal täglich. Okay, dreimal täglich. I take it. Ich weiß nur nicht was, aber dreimal täglich. Von was? Ja, das würde ich auch gern wissen. Dreimal täglich in die Apotheke gehen. Das so bei einigen Kunden kann ich das gerne darauf verzichten. Das möchte ich nicht. So, es stehen manchmal echt interessante Sachen in der Apotheke. Okay. Muss ich Kuren überhaupt besiegen? Das ist gerade zumindest nicht meine Aufgabe, aber wenn er eh gerade hier rumsteht, kann man sich um ihn kümmern. Na? So, weg mit dir. Dann verprügeln wir jetzt eben noch schnell ein paar Gegner. Joa. Meine Lieblingstablette in der Apotheke heißt Traubenzucker. Für viele Kinder. Also das ist für sehr viele Kinder halt auch echt wirklich der Fall so. Also passt ja, Ali. Gibt oft genug die wirklich Kinder, die da mit ihren Eltern halt in die Apotheke kommen. Und dann eben halt immer nach Traubenzucker direkt fragen. So, verprügel Ecki und rette die Dorfbewohner. Eben habe ich es gerade genau andersrum gelesen, aber ich glaube, ich sollte nicht die Dorfbewohner verprügeln. Wo bist du denn, Ecki? Bleiben Sie mal hier. Genauso sind auch die Leute geil, die dann in die Apotheke kommen, Traubenzucker kaufen wollen. Aber dann gerne nach welchem fragen mit nicht so viel Zucker, weil die müssen ja auf ihren Zuckerhaushalt aufpassen. Ich hätte gern einmal Traubenzucker. Aber bitte ohne Zucker. Ich bin Diabetiker. Kam alles traurigerweise schon vor. Ich erfinde hier leider keine Sachen. Das ist alles wahre Begebenheit. Was ist das Traurige ja daran? Der Traubenzucker besteht halt zu... Lasst mich nicht lügen, 80-90% aus wirklich pure Glukose. Also aus Traubenzucker. Das ist so der purste Zucker, den du eigentlich einnehmen kannst, weil der einfach sofort schon im Mund vom Körper aufgenommen wird. Was denn? Ja, 89% wirklich purer Zucker, den der Körper halt auch sofort aufnimmt. Das merkt ihr halt vor allem daran, wenn ihr mal Traubenzucker-Täfelchen oder Bonbons oder was auch immer nimmt. Ihr müsst die nur in den Mund nehmen und ihr merkt halt sofort, wie einfach die Energie kommt. Und das ist eben halt so genauso. Das Ding besteht eben halt nur aus purem Zucker. Also wie man das zuckerfrei nehmen soll... Fragt mich nicht. Wieso steht Akainu da vorne? Habe ich den nicht vorhin schon besiegt oder war das eine letzte Mission, oder? Fujitora rückt in Richtung Zorro vor. Ich kann es ihm nicht verübeln. Er ist blind. Der sieht nicht, dass ich ihn gerade schon verprügel. Es tut mir leid, dass ich ihn in den Blinden schlagen muss. Und das ohne Ankündigung, so wie Ruffy es gemacht hat. Was denn?
als Ruffy kurz mal gegen Fujitora gekämpft hat, als am Ende vom Dressrosa-Arc, hat er ihm ständig geschrien, zugerufen, wo er ihn als dieses hinschlagen möchte. Weil er meinte, es ist ja unfair, einen Blinden zu schlagen, der halt die Attacke ja nicht sieht. Und deswegen hat Ruffy ihm immer gesagt, Faust ins Gesicht, Tritt in die Seite oder sowas. Weil er meinte, also, sonst wäre es ja unfair. Und Fujitora hat sich auch dann ziemlich drüber lustig gemacht, dass er das gemacht hat. Hab ich ihn überhaupt getroffen? Gestern mussten wir Babys bekämpfen, heute müssen wir Blinde treten. Das ist echt kein leichtes Leben hier. Übrigens, wenn ihr übrigens mal sehen wollt, wie hart diese Heilung ist von dem Full Burst Mode. Moment. Macht ja eigentlich doch ganz guten Schaden, wenn der Gegner es nicht abblockt. Zeige ich gleich mal da hinten bei den Bossen mal. So, ist er down? Nein. Mach ich ihm überhaupt Schaden gerade? Wie einfach das letzte bisschen Leben nicht verlieren will. Kann es sein, dass sie eigentlich gar keinen Schaden nehmen, wenn die ihre Leiste haben im Logia-Modus? Ich habe nie drauf geachtet eigentlich. Ich dachte, die nehmen wenigstens ein bisschen Schaden, aber ich habe offensichtlich einfach gerade gar keinen Schaden genommen. Nami hat... Gegen wen? Oh, ich brenne ein bisschen. Nami hat zu kämpfen. Okay. Gegen wen? Gegen wen, Nami? Hier sind keine Gegner. Ich bin umsonst zurückgelaufen. Gegen was hast du da zu kämpfen? Moin, moin. Weil man bei dir schon eher sagen kann, moin, mon, statt moin, moin. Eigentlich war es Yonji, der sie angemacht hat und deswegen... Jimbei! Hello, my friendo. So, einfach mal, achtet mal einfach mal auf Energie. Wie die einfach hochdasht wieder. Man ist literally einfach unsterblich im Full Burst Mode. Ich kann, glaube ich, nicht genug Schaden nehmen, als dass das wieder weggeht. So. Und weg mit Jinbei. Also das ist echt krass. Und wenn ich bedenke, dass es nur 2 Fähigkeitspunkte kostet. Also ich glaube, es gibt noch eine, die kostet 3. Die heilt dauerhaft. Also wirklich die ganze Schlacht durch. Wirst einfach durchgehend, glaube ich, geheilt. Also das ist dann sowieso die Unsterblichkeitsfähigkeit. Aber ansonsten... Eigentlich finde ich, reicht es voll aus, wenn man im Full Burst Mode geheilt wird, weil, naja, der füllt sich so schnell teilweise wieder auf. Irgendwie hat er sein Cape vorne drin stecken. Sengok, ich glaube nicht, dass das so gesund ist, dein Cape durch den Körper durch einmal zu stecken. Stecken zu haben. So, Mission geschafft. Nice. Ja, es war ein bisschen lahm. Das gebe ich zu. Habe ich wieder was zum Nachholen. Bekommen wir eine Cosplay-Stream, wenn die Gamescom ja nur online stattfinden wird? Nee, ist ja seltsam. Weiß nicht. Denke nicht. Wenn wir irgendwann unsere Cosplays machen, dann kann man immer noch Fotos von zeigen. So, das Meer ist ein Wunderland. Das Meer ist ein Wunderland. Erlebe einen Kampf mit Carrot the Mink mit den Wunderaugen, die jetzt zum ersten Mal auf hoher See segelt. Okay. Nehmen wir dieses Mal Sanji. Im Sobermask-Outfit.
Habe ich den? Moment. Ich muss kurz mal gucken, ob ich das Soba-Mask-Outfit angelegt habe. Dieses angepappte Stück Haar da. Ja, das dieses, war oben auf dem Kopf. Ja, Samurai-Locke da. Ich finde es ja witzig, wie schnell die Mission eigentlich lädt, aber wie lange es einfach dauert, um aus der Mission wieder rauszugehen. Ja, wir haben das Soba-Mask-Outfit. Können auch mit Sicherheit jetzt mittlerweile alle Fähigkeiten von Sanji mal lernen hier. Achso, das war eh schon fast voll. Hell Memories. Was haben wir hier noch? Flanché Shoot. Der Meteorschlag der Liebe. Und Skywalk, volle Kraftburst. Dann haben wir hier noch Bienquit Grill Shot. Okay. Dann haben wir Sanjis Card auch mal immer 100% voll. Falls es geht. Sanji hat sich, glaube ich, eigentlich auch sehr gut gespielt. Dahinter noch die Dinger. Und in der Mitte sehe ich noch ein Special auf jeden Fall. Ach, war schon voll. Dafür haben wir ja die ganzen Münzen, um die auch mal auszugeben. Das da noch. Diablo Jump Concasse. Ah, Concasse ist eine coole Attacke. So, jetzt haben wir schon mal alles auf Level 10 und jetzt mache ich hier nochmal die ersten 8 alle. So, die ersten. Jedes einmal voll. So, und die Verteidigung noch hoch. Und irgendwo einmal. Da ist die Ausdauer noch. So. Spezialangriffe. Was hast du denn? Extra Haché. Okay. Bienquit Grill Shot. Der Skywalk und Hell Memories habe ich drin. Was haben wir denn alles? Da haben wir noch Concasse. Concasse klingt eigentlich immer cool. Das extra Hackfleisch. Das können wir mal austauschen vielleicht. Der Flambé Shot. Flanc Shot. Meteorschlag der Liebe. Der Diablo Wind. Venison Shoot. Nehmen wir den Flambé Shot. So. Aber ich glaube, Hell Memories. Ja, komm. Das kann noch mal raus. Und das kann raus. Und das kann raus. Und das kann raus. Dafür kommt dann das noch rein. Das und das. So. Let's go!